Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fassan. Herzlich willkommen zu einem neuen Live-Reselling-Video. Beim Live-Reselling geht es darum, ich bin einmal in Second-Hand-Shops bzw. diversen anderen Läden unterwegs, kaufe das Sachen günstig ein, um sie dann teurer zu verkaufen. Natürlich sind auch Online-Deals dabei, denn ihr wisst, Freunde, aufgrund von Corona sind ja meistens Second-Hand-Shops bzw. aber auch andere Läden geschlossen, je nachdem, wo ihr herkommt. Bei uns zum Beispiel in Bayern ist es ein bisschen problematischer. Und zum Anfang würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke anschaltet, weil so verpasst ihr keine neuen Tipps und Tricks mehr. Das erste, was ich diesmal mitgenommen habe, sind Actionfiguren. Wir haben hier zum Beispiel einmal Kylo Ren. Weiter geht's mit Luke Skywalker. Und zu guter Letzt haben wir Darth Vader. Die Figuren habe ich einmal für 8,95 € eingekauft. Im Netz werden diese so circa für 24,99 € angeboten. Ich hatte dann nämlich noch einen Stormtrooper, den habe ich mittlerweile verkauft. Also ich meine, wenn wir sozusagen Actionfiguren für 9 € einkaufen und diese dann beispielsweise für 20 € plus Versand flippen können, dann schmeckt das natürlich. Dann geht es weiter mit Transformers Action Figuren. Davon habe ich auch 3 einmal mitgenommen. Die gab es auch für 8,95 € und im Netz wurde dieser schon mal für 24 € verkauft. Und ich meine, wenn ihr günstige Action Figuren bekommt, dann würde ich euch das auf jeden Fall raten. Vergleicht es einmal im Internet und wenn diese so circa das Doppelte bringen, dann kann man das definitiv mitnehmen. Bei Action Figuren müsst ihr aber beachten, dass die meistens ein bisschen länger in eurem Lager liegen werden, denn die gehen nur zu Stoßzeiten, wie jetzt zum Beispiel Weihnachten, sehr gut weg. Bei den Actionfiguren habe ich mir noch einmal die Power Rangers angeschaut. Die gab es nämlich auch für 8,95 €. An sich ein sehr guter Preis, aber dadurch, dass ich jetzt nicht so einen krassen Bezug in meiner Kindheit zu Power Rangers hatte, habe ich die liegen lassen. Ich weiß aber von einem Kollegen, dass der ein ganzes Bündel mitgenommen hat und diese konnte er erfolgreich für 19,99 € das Stück verkaufen. Hier habe ich einmal Funko Pops gefunden, nämlich Natascha und Judy Jetson für 3,99 €. Auf den ersten Blick denkt man so, 3,99 € für einen Funko Pop ist wirklich wenig, was es auch unterm Strich ist. Aber trotz allem habe ich dann einfach mal im Internet recherchiert und diese sind für vergleichbare Preise weggegangen. Also das sind nicht so beliebte Funko Pops. Ich weiß auch, wenn man Funko Pops mitnimmt, da gibt es wirklich auch limitierte Editionen. Da muss man sich dann schon vorher ein bisschen einlesen, um das Ganze zu verstehen. Und meine Erfahrungen sind bei Funko Pops, man kann damit Geld verdienen, aber meistens, genauso wie bei den Actionfiguren, liegen die einfach ein bisschen, bis diese verkauft werden. Wenn ihr günstiges Playmobil findet, dann werft da definitiv auch immer einen Blick drauf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Laden seid, dann könnt ihr ja sozusagen mit der eBay-App das einmal abscannen und schauen, für wie viel die ganzen Sachen verkauft werden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Playmobil Ghostbusters Set einmal verglichen und auch einmal die Polybags. Die Polybags gab es für 1,19 €. Einfach vergleichen, Freunde. Aber für mich war die Marge einfach zu gering, deswegen habe ich das jetzt nicht mitgenommen. Bei den Lego-Sets gucke ich auch immer, wenn ich unterwegs bin, einmal vorbei. Wir haben hier zum Beispiel das Lego Minecraft-Set Illegaler Überfall. Das war nämlich im Angebot von 69,99 € runtergesetzt auf 59,99 €. Und ich würde mal sagen, wenn ihr beispielsweise einen Rossmann-Gutschein habt, könnte man das gegebenenfalls dann auch nochmal kombinieren, dass man dann nochmal 10% drauf bekommt. Das funktioniert dann auch bei den Müller-Filialen. Ich habe aber auch gehört, dass das unterschiedlich ist von Müller-Filiale zu Müller-Filiale, ob diese auch einen Rossmann-Gutschein annehmen. Trotz allem war dieses Set auch in Kombination mit diesem Coupon noch viel zu teuer, deswegen habe ich es nicht mitgenommen. Und unten im Regal habe ich auch noch ein Angebot gefunden, war jetzt von 59,99 € runtergesetzt auf 44 €. Da denkt man ja, man hat den absoluten Schnapper gefunden. Trotz allem, wenn man dann im Internet vergleicht, sieht man, dass dieses Set so circa für 48 € verkauft wird, beziehungsweise aber auch noch bei einem Händler zu bekommen ist. Von daher habe ich das dann auch nicht mitgenommen. Soweit ich weiß, ist Lego Hidden Side nicht beliebt bei Sammler.
Und jetzt sind wir auch schon wieder in der Mitte des Videos angekommen und hier gibt es ein paar Informationen zu einem Giveaway. Ich verlose nämlich auf Instagram eine Pokémon Top Trainer Box vom verborgenen Schicksal. Alles, was ihr dafür tun müsst, seht ihr natürlich auf Instagram. Und wenn wir hier die 1000 Abonnenten knacken, gibt es hier natürlich auf YouTube auch ein Giveaway. In diesem kurzen Clip hat man gesehen, dass ich nach Fortnite-Karten gesucht habe. Ihr habt da einmal das Display gesehen. Das konnte ich leider nicht im Ganzen kaufen. Also ich weiß nicht warum, aber der Mitarbeiter wollte das unbedingt aufreißen. Und ihr wisst ja, wenn man geschlossene Displays hat, gehen die sehr gut weg, auch für Sammler. Und deswegen habe ich einfach mal im Internet recherchiert, weil ich setze derzeit meinen Fokus auf Fortnite-Karten, weil man einfach merkt, dass Pokémon ein bisschen am Abflachen ist und man muss ja ein bisschen kreativ sein. Und man sieht auch beispielsweise, dass Fortnite-Karten sehr oft jetzt auch gegradet werden, beziehungsweise wenn ihr seltene Karten habt, dann gehen die für einen sehr, sehr guten Preis weg. Und da habe ich mir zum Beispiel einmal im Internet 5 solche Displays gekauft für jeweils 42,99 und im Netz gehen die mittlerweile für 99 Euro weg. Also jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger, denn da gab es einen Restock davon und da habe ich zugeschlagen. Dann geht es weiter mit solchen Fatpacks. Da sind einfach größere Booster drinnen. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Also 12 Booster, A20 Karten, einfach nochmal ein bisschen mehr. Nicht wundern, Freunde, dieses Display ist orange, da das ein Reprint ist von der Serie 1. Trotz allem gehen diese sehr gut weg. Im Resell. Ich habe dafür jetzt einmal 59,99 pro Fatpack sozusagen bezahlt und im Netz gehen diese Displays für 120 Euro weg. Und zu guter Letzt, man sieht es im Hintergrund, habe ich mir noch solche Mega Blaster Boxen geholt von Fortnite. Die ist zwar resealed, aber trotz allem kann man die als neu verkaufen, beziehungsweise habe ich die auch bei Panini neu gekauft. Die kamen halt jetzt im Endeffekt resealed an, aber das ist nicht so schlimm. So eine Mega Blaster Box ist mal für unglaubliche 500 Euro verkauft worden. Dadurch, dass es jetzt den Restock gegeben hat, kann man diese so circa für 120 Euro verkaufen. Bezahlt habe ich hierfür 60 Euro. Natürlich ist das Ganze keine Anlageberatung, aber man sieht, die Fortnite Series One Karten haben definitiv Resale-Potenzial. Bei dem Merchartikel habe ich einmal von Hitman eine Statue gefunden. Die gab es für 14,61 Euro. An sich hätte man die definitiv mitnehmen können, denn diese wird so circa für 25 bis sogar 30 Euro weiterverkauft. Kennt ihr das? Die Angebotsschilder, da muss man einfach die Produkte vergleichen. Hier war es auch genau der Fall. Von 29,99 Euro runtergesetzt auf 24,95 Euro, nämlich Minecraft Dungeon Metall Minifiguren. Ich habe das Ganze mal überprüft und ich habe im Internet dazu gar nichts gefunden. Also sprich auch gar keine Verkäufe diesbezüglich und deswegen habe ich es dann auch liegen lassen, weil es ist auch immer ein Indiz dafür, wenn ein Produkt jetzt nicht so oft weggeht, beziehungsweise aber auch nicht gelistet ist, dann ist im Endeffekt dann auch die Nachfrage nicht dazu. Minecraft ist an sich eine sehr tolle Nische, also wenn ihr da Produkte habt, zum Beispiel die Plüschtiere, wenn ihr die günstig bekommt, da könnt ihr die definitiv mitnehmen. Da schaue ich auch beispielsweise immer auf den Flohmarkt danach. Hier habe ich nochmal günstige Star Wars Figuren gefunden, nämlich von Forceling 2.0. Die gab es im Angebot für 4,99 Euro und im Netz wurde dieses zuletzt für ca. 16 Euro verkauft. Das ist natürlich, da wurde ein Preisvorschlag einmal angenommen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass man da trotz allem zu ca. 12 bis 14 Euro dafür bekommen kann.
Zum Glück hatte der Secondhand-Shop einen Tag geöffnet und da bin ich dann reingerannt und habe mir coole Sachen geholt. Nämlich, los geht's mit dem Brettspiel Pokémania. Ich habe gedacht, ich fall vom Glauben. Pokémon-Sachen sind ja derzeit sowas auch trotz allem noch gehypt. Ist zwar ein bisschen am Abflachen, aber trotz allem sind diese Sachen meistens sold out. Ich bin wirklich froh, dass ich das gefunden habe. Ich habe dafür jetzt nur 1 Euro bezahlt und im Netz geht dieses circa für 20 bis sogar 30 Euro weg. Dann habe ich noch einen Schachpartner gefunden von Krypton. Schachpartner kann man definitiv einmal mitnehmen. Da müsst ihr aber aufpassen, dass diese einmal vollständig sind und auch funktionieren. Zum Glück kann ich mich auf diesen Secondhand-Shop verlassen. Da kann man nämlich beispielsweise die Ware dann auch nochmal testen. Dafür habe ich jetzt 2 Euro bezahlt und im Netz geht dieser so circa für 10 bis 15 Euro. Im Video sieht man auch nochmal, dass ich einen Mastermind mitgenommen habe. Dafür habe ich auch 1 Euro bezahlt und im Netz konnte ich dieses schon verkaufen für unglaubliche 19 Euro. Das schmeckt natürlich. Ihr seht, trotz der Situation kann man definitiv noch Schnäppchen machen. Man muss dann eher so auf Online-Deals einmal gehen und wenn ihr wissen möchtet, was ich so einkaufe, dann könnt ihr gerne mal beim Discord bei mir vorbeischauen. Das ist alles kostenlos. Wir sind mittlerweile über 300 Mitglieder und ich würde mich auf euch freuen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und einen netten Kommentar. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Live-Reselling-Video. Haut rein!